wieder hier. Ich brauche die Ratte noch einen Pfirsich. Der hat ja unten schon Kerne. Hör mal. Ich höre. Ich würde gern noch etwas. Ich nehme noch einen Pfirsich. Ich will. Wir wollen. Ja, und ich. Einmal Obst. Okay. Einmal Pfirsich. Also. Ich kann mir jetzt nochmal den Pfirsich hier runter spüren lassen, damit sie die Ratte kriegt. Sie können vielleicht lassen, weil sie erstmal unten rausgucken, damit sie dann auch was kriegt. So, wie war das nochmal? Welches Rohr war jetzt dafür verantwortlich, dass sie da runterkommt? Der Rattenvogel. Okay, da passiert nichts. Jetzt ist es oben rechts. Okay. Verdammt. Hier wird gehämmert. Hör mal, wer der hämmert. Ah, sehr schön. Okay, jetzt müssen wir hier mal noch schnell Pfirsich runterspülen. Was auch immer das uns bringt. Die Ratte. Okay, jetzt diktiert der Pfirsich. Okay. Okay, was auch immer das jetzt gebracht hat. Okay, vielleicht müssen wir sie noch mal dort runter locken. Viel Klopfer heute hier. Ich glaube, das Rohr, das unten wird sich das. Das Rohr war dafür verantwortlich, dass er nach rechts geht. Sehr schön. Ah, und da hat es auch den Schlüssel und den Pfirsich. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zu Daddy. Beziehungsweise zu Mami. Ich glaube, das war das noch, wo er so hochkommt. Nein, falscher. Falsch. Komm zurück. Nein! Verdammt. Hier vielleicht. Nach oben mit dir. Ah, sehr schön. Das können wir. Lieber nicht. Okay. Wir müssen sie wieder in die Küche schicken. Kommt der Schlüssel mit dem Essen. So wie die das kochen. Wenn wir jetzt, das war noch glaube ich hier unten, wenn wir jetzt hier gegenklopfen, fliegt die in die Küche. Und jetzt, wenn wir jetzt du, hör mal. Was zu essen bestellen. Eine Fleischsuppe. Ich nehme einmal die Fleischsuppe. Blaubeerpudding. Na dann einmal. Sehr schön, wir haben Schlüssel. Wie geht's? Wie wir können nicht kommen. Schlüssel. Aber dann müssen wir noch die Wache ablenken. Tja, also. Vorher muss ich die Wachen irgendwie.
definitiv. Okay, den Wach haben wir schon abgelenkt. Vielleicht ich will mich Pudding. Über das Essen beschweren. Entschuldigung. Wirklich. Nein. Vielleicht müssen wir sie dazu bringen, dass sie mal malt. Ich kann sie für du, uns Libretta. Kaktus malen. Ja, Laura? Ja, Kaktus malen. Kannst du auch Kaktusse malen? Du meinst Kakteen zeichnen? Kaktussen. Okay, ich hab's kapiert. Du bist klug. Oh, danke. Du bist auch klug. Ich mal dir gerne einen Kaktus, wenn du willst. Also, ich brauch dafür Folgendes. Einen Stift, die Farben Rot, Gelb und Blau. Oh, und natürlich Papier. Rot, Gelb und Blau kriegen wir hin. Kannst du das aufschreiben? Klar. Hast du mal Stift und Papier? ja. Kannst du mir jetzt einen Kaktus zeichnen? Ich habe leider kein Papier. Ich bräuchte einen Stift. Mir fehlt noch Gelb ohne Rot. Mit okay. Verbundenen Händen. Ansonsten Rot, Blau und... haben wir doch hier. Pudding müssen wir vielleicht erstmal aufweichen. Nein, ich will gerade... Okay, Gelb haben wir doch hier schon. Nimm das. Ich denke, diese Farbe würde sich gut zum Zeichnen eignen. Blöd nur, dass meine Hände... Ich kann mit dem Schlüssel. Ah, sehr schön. Hey, aber leider nicht bei den anderen Ketten. Wenigstens kann ich jetzt wieder malen. Sehr schön hier. Ich denke, da mir fehlt aber noch was für den Kaktus. So kann ich leider noch kein Bild für dich zeichnen. Okay, die ist super. Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Mir fehlt aber noch was für den Kaktus. So kann ich. Von Stifttechniken weiß ich auch noch nicht, aber. Und Papier? Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Mir fehlt aber noch was. So kann ich leider. So, warte ab. Hier. Stricknadel vielleicht. Ein eine Stifter. Davon könnte ich als Pinsel verwenden. Du brauchst nur noch einen Platz. Behalten. Mir fehlt aber noch was für den Kaktus. So kann ich. Okay, Klopapier haben wir nicht da, aber vielleicht kannst du. Auf den Seiten ist kein Platz mehr zum Zeichnen. Die Rückseite vielleicht? Können wir die zerreißen, die? Netter Einfall. Die Bibel zerreißen. Das möchte ich nicht lesen. Wo kriegen wir ein Blatt Papier her? Tja, das Poster vielleicht abnehmen. Oha, ein Loch. Oboe, na, wie geht's dir da drüben? Laura! Ach, ich dachte so schon, sie hätten dich weggebracht. Hast du ich hab dich seit 6 Nächten nicht mehr schnarchen hören. Ja, ich schlafe jetzt immer auf dem Kopf, aber erst seit 5 Nächten. Hab ich richtig gehört? Da ist jemand bei dir. Seid ihr jetzt zu dritt? Zu zweit? Das hier ist Libretta. Hallo, Onkel Oboe. Oh, meine liebe Nichte. Wie schön zu hören, dass es dir gut geht. Nun ja, gut würde ich das nicht nennen. Mein armes Kind, es wird schon alles gut werden. Dieser Wahnsinn kann nicht ewig dauern. Ach, und habt ihr da drüben eigentlich Bademäntel? Mir haben sie keinen gegeben. Das wird auf jeden Fall hinterher in meine Bewertung einfließen. Jedenfalls ist es sehr nett, dass mir jetzt 3 charmante junge Menschen Gesellschaft leisten. Das Entertainment hier ist absolut unterirdisch. Okay. Hast du zufällig Papier, Stift oder Farben bei dir? Ich habe hier Klopapier. Naja, das sollte Hurra. Als Papier durchgehen. Klopapier ist die Knastwährung. Und wie du weißt... Nicht nur wird das. Klopapier gespielt. Ja, ja. Ich hab die Regel nicht gemacht. Also, heute spielen wir Klopf, Klopf. Was ist das? Altes Dynastiespiel. Einer klopft, der andere muss raten, wie oft. Klingt, total blöd, ja. Ich verliere einfach immer. Der Mindesteinsatz sind 4 Streifen Klopapier. Mist, wir haben keins mehr. Was könnte ich anstelle von Klopapier die Bibel. Verwenden? Na dann, bis zum nächsten Mal.
Na, hoffentlich. So, wir haben doch jetzt, können wir doch das verwurschten. Geht das als Mindesteinsatz? Ja, das sollte passen. Nun gut, aufgepasst. Na, wie oft habe ich geklopft? Ich habe 4-mal gezählt. 4-mal. Leider falsch. Hier mit dem Papier. So ein Mist. Verdammt. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Nun gut. Aufgepasst. Na, wie oft habe ich geklopft? Wieder 4-mal gezählt. Fünfmal. Richtig, aber du musst dreimal hintereinander richtig raten. Na toll. Wenn's sein muss. Also gut, konzentrier dich. Aber wie? Na, wie oft habe ich geklopft? Es waren 3-mal. 4-mal. Leider falsch. Hier mit dem Papier. Verdammt. Ich dachte, ich tippe mal. Hier hast du ein paar Seiten aus der Sicherheit. Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör verdammt! Ja, diese Rätsel. Also gut, konzentrier dich. Und? Bist du mitgekommen? 1, 2, das waren 2-mal. Also 3. 3-mal. Leider falsch. Hier mit dem Papier. Ich muss vielleicht wirklich mal das nicht mal sicherheitshalber. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Ich versuch's nochmal. Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Also gut, konzentrier dich. Ich konzentriere mich. Na, wie oft habe ich geklopft? Das waren 2-mal. Na komm, diesmal. 2-mal. Richtig, aber du musst 3-mal hintereinander richtig haben. Aha, okay. Wenn's sein muss. Nun gut, aufgepasst. Na, wie oft habe ich geklopft? Das war nur einmal. Das andere war klappern und krachen. 1-mal. Leider falsch. Warum? Was? Verdammt. Verdammt. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Also gut, konzentrier dich. Wie soll man da was hören? Und? So, wie nur noch 1. Einmal. Einmal. Leider falsch. Was zum Krampf. Hier hast du ein paar Seiten aus der. Können wir das jetzt irgendwie überspringen? Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Die haben noch bald nichts mehr. Konzentrier dich. Na, wie oft habe ich geklopft? 1-mal. Leider falsch. Hier mit dem Papier. Ach, ich dachte, weil das. Verdammt. Verdammt. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Wir haben noch bald keine Seiten mehr. Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Bereit? Ich habe keine Ahnung. Und? Bist du mitgekommen? Nein. 4-mal. Leider falsch. Verdammt. Was soll denn der Mist? Seiten aus der Conroy-Bibel. Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Also gut, konzentrier dich. Und? Bist du mitgekommen? Ja, es sind 3er. 3-mal. Leider falsch. Warum? Was ist? Ich verstehe das Rätsel nicht. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Yippie! Verzweiflung. Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Also gut, konzentrier dich. Es sind 2 bzw. 3. Und? Bist du mitgekommen?
Versuch's mit drei. Dreimal. Leider falsch. Was hier ist es denn? Was denn? Wie? Wo? Wann? War, warum? Was davon? Das Klopfen und was Umfallen des Zeugs? Ich geb's nicht. Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Also gut, konzentrier dich. What the fuck? Eins, zwei. Rumpel. Drei. Und? Bist du mitgekommen? Vielleicht immer nur zwei, ich weiß es nicht. Zweimal. Leider falsch. Welche Anhaltspunkte haben wir denn jetzt dafür herum? Wie? Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Also gut, konzentrier dich. Eins, zwei. Na, wie oft habe ich geklopft? Zweimal. Richtig, aber du musst dreimal hintereinander richtig haben. Na toll, das schafft man nie. Sein muss. Okay, Konzentration. Bereit? Nein. Und? Bist du mitgekommen? Das waren sechsmal. Zählt bestimmt nicht. Sechsmal. Du hast gewonnen. Oh. Hier hast du das Klopapier. Sehr schön. Aber das war doch nur zweimal richtig. Psch. Ja, dreimal richtig geraten. Ja. Wie wäre es mit einer Revanche? Nein, auf gar keinen Fall. Weißt du was? Ich schenke dir die Conroy-Bibel. Oh, danke. Meine habe ich schon lange aufgebraucht. Das war ein Rätsel. Mach's gut, Onkel Oboe. So, hier Papier. Danke. Nein, gleich. Ich denke, auf diesem Papier kann ich zeichnen. Danke. Jetzt habe ich alles, was ich zum Zeichnen brauche. Wie soll der Kaktus denn aussehen? Wenn ich das wüsste. Seine Stacheln sind... Genuppt, zackig, gekräuselt, gerade, würde ich sagen, oder? Und er hat genau... Wenn ich mal zugehört hätte. Blumen, ach du Schande. Ach du Schande. Wie war das denn jetzt nochmal? Vier Blüten. Und wie sieht der Körper aus? Der Körper ist mehr so... Gespalten. Spalter. Okay, fast fertig. Wie viele Stacheln hat er denn? Der Kaktus hat... Zwölf, neun, sechs, drei... Sechs Stacheln. Das ist einfach nur noch geraten. Wie soll das... Was, den Namen hat er auch noch? Maurice heißt er. Maurice. Alles klar. Hier kommt dein Kaktus. Müssen wir nochmal raten, um nochmal ein Klopapier zu bekommen? Bitte nicht. Bitte, dass es klappen. Ich glaube zwar nicht, aber... Der blaue Maurice. Oh, endlich. Ich werde ihn gleich aufhängen. Wirklich? Hat geklappt. First try. Jawohl. Als ob. Das war geraten. Als hat es jetzt im Ernst. Der blaue Maurice. Na sicher. Okay. Dann können wir ja hier raus. Ha! Geschafft! Okay, ich denke, ich nehme erstmal die Seilbahn nach Asposia Central. Wenn ich ihn da nicht erwische, suche ich ihn in Altaspen. Das muss er mit der anderen Seite Asposiens gemeint haben. Fantastisch! Los, raus du musst weg! Danke für deine Hilfe. Ich hol dich hier raus, versprochen. Viel Glück, Laura. Danke, Libretta. Wir sehen uns wieder. Meine Teuerste. Das ist mal gerade mal rechtzeitig noch hinkommen. Ja, wo ist meine kleine Schwester?
Nein. Erst die Information. Verräterin. Laura und der König sind auf dem Weg nach Altaspen. Aha, der Feigling versteckt sich also. Großartiger König. Er hat ein Druckmittel. Conroy hätte sich nie versteckt. Wo ist meine Schwester? Oh nein. Es geht ihr gut. Ich lasse sie zu dir bringen. Meine Liebe, du hast Asposien einen großen Dienst erwiesen. Die Verräterin. Orange Frechheit, Kapitel 2, Flucht aus dem Panis. Okay, ich musste nur 14 Schaffner fragen, aber ich weiß jetzt, dass ich nach Altaspen muss. Das hier muss das richtige Gleis sein. Okay. Okay, der Konroyalist hat Probleme mit dem Spannfeder. Tomaten hier zum Ketchup-Spender. Okay, ich würde das aber hier mal. Ich glaube, ich unterbreche das an dieser Stelle. Ich mach Ende hier. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Würde ich sagen. Ich habe genug mit dem Rätsel heute zu tun gehabt und wir sind weit gekommen. Wir sind aus Wollingen, war das glaube ich. Ja, wir sind aus Wollingen gekommen. Und ja, wir sind auch aus dem Gefängnis gekommen. Das ist Kapitel 3 schon. Wir sind schon in Kapitel 3. Die machen wir das nächste Mal weiter. Das sieht auch hier nach einigen Rätseln aus. Ich sehe hier Ticket um Hart. Da müssen wir auch wahrscheinlich im nächsten Part einiges rätseln. Hier, da kommen wir auch nicht weiter. Ja, dann machen wir im nächsten Part. In der nächsten Aufnahme, im nächsten Stream. Munter und ausgeruht weiter, in alter Frische. Wann ist denn der nächste Inner World Stream? Ja, wie auch immer, erstmal für YouTube. Ich glaube, ich noch oben so zig gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid, und ich würde mal sagen, man sieht sich im nächsten Stream wieder. Wann auch immer der sein wird. Ja, habt noch einen angenehmen Tag und haut rein. Ciao, ciao.